Der FC Bayern München ist erfolgreich in die neue Saison der Champions League gestartet. Mit dem 2:0-Sieg gegen Inter Mailand haben sich die Münchner die ersten drei Punkte in der Königsklasse gesichert. Den Schwung aus der Champions League will der FC Bayern nun mit in die Bundesliga nehmen. Dort läuft es nach zwei Unentschieden in Folge alles andere als optimal. Am Wochenende könnten die Bayern zu Hause im klassischen Südduell gegen den VfB Stuttgart zur altbekannten Form zurückkehren. Ich glaube, der Weg ist nicht kompliziert, zurück in den Bundesliga-Alltag zu finden, weil wir auch gefordert sind. Wir haben zuletzt zweimal unentschieden gespielt in der Bundesliga und sind nicht auf dem Tabellenplatz, wo wir hinwollen. Demnach sind wir da auch gefordert, schnellstmöglich wieder auf die linke Spur und dann auch aufs Gaspedal zu gehen. Wir werden ja auch, um die Spannung maximal hochzuhalten, ein bisschen rotieren. Jetzt wollen die Bayern auch in der Liga wieder Punkte holen. Aber auch der VfB muss sich beweisen. Mit 4 Punkten aus den letzten 5 Spielen stehen die Stuttgarter gerade nur auf dem Platz 12 in der Tabelle. In der vergangenen Saison sicherten sich die Stuttgarter nach einem Unentschieden einen Punkt in München. Jeder darf sich messen gegen Weltklasse-Gegner, Weltklasse-Einzelspieler. Und ich sage, wir sind in der Lage, wenn wir als Einheit auftreten, auch dagegen zu halten. Haben andere Mannschaften gezeigt, das wollen wir auch zeigen. Also wir schenken kein Spiel her, sondern wir fahren dahin, um auch was zu holen. Am Dienstag geht es dann schon wieder in der Champions League weiter. Der FC Bayern trifft zu Hause im Spitzenspiel auf den FC Barcelona. Wir haben natürlich auch nicht viel Zeit. Samstag, Dienstag ist ein enger Zeitplan. Jetzt Mittwoch, Samstag ist okay, aber wir müssen natürlich immer, wenn du so viele Spiele hast, auch ein bisschen vorausschauen. Wichtig ist, dass die Spieler, die spielen, sich auf Stuttgart konzentrieren. Wenn einer morgen die Handbremse anzieht, dann kann er am Dienstag die Parkbremse reinmachen. Sollten die Münchner am Samstag wieder nicht gewinnen, dann könnten sie bis auf den 7. Platz zurückrutschen.